Naja. So, das Ding hat keine Energie, war mir klar. Wir haben noch irgendwo eine Axt, genau. Mit der Axt gehen wir kurz hier durch den Wald. Da ist die Maschinerie. Nehmen wir die Axt raus. Und müssen die mal ganz schnell reparieren gehen. Das Holz können wir meinetwegen hier wieder ablegen. Ich habe halt nicht unten angefangen, damit es... sag schon. Damit nicht automatisch gleich wieder die Hälfte nachwächst. Kennt man ja, das Problem. Ich mache mir auch nochmal vorsichtshalber nochmal einen Eisenblock. Hallo? So. Weil es sonst eventuell gleich zu Problemen kommen könnte, wegen Eismangel. Das muss ja nicht sein. Wie? Achso, weil ich zweimal gedrückt habe, ne? Und der beim ersten Mal so lange gebraucht hat zum Reagieren. Okay. Ist okay. So. Dann erstmal kurz zerkleinern. Und so brauche ich hier wieder mehr als nötig. Machen wir auch gleich noch einen Eisenblock, sicher, sicher. So. Ja, 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 ja. Also das Ding hat schon Haltbarkeit und es geht immer noch kaputt. Ich habe eigentlich gehofft, dass es halt irgendwann mehr Reparatur drin ist, als es kaputt geht. Aber falsch gedacht. So. Den gleich verkleinern. Dann springen wir nochmal schnell die Axt zurück und dann geht's in den nächsten Schritt. Ich gucke nochmal ganz kurz. Oh, das ist durch. Nochmal so. Und dann muss ich dann gleich die Kupferplatten mal zerschneiden. Weil das muss, das muss. Ja, ja. Ich glaube, ich schaff's. Irgendwie. Oder irgendwann. Weiß zwar gar nicht was, aber irgendwas halt. Da ist schon wieder einiges an Bäumchen hier gewachsen. Ist hier schon wieder unschön. Das da rein. Für den Apfel habe ich natürlich keinen Platz. Hier reinpacken, ja? Da muss ich gerade nicht so weit laufen. Dann kann ich auch die Äpfel wieder mitnehmen. Äpfel, die zu Kompost verarbeitet werden. Furchtbar. So weit ist es schon in meiner Welt. Hier kommt, weißt du was? Dann nein, Kies. Okay, gut, Kies. Kies hätte man vielleicht noch gebrauchen können. Wobei, wir können es ja auch noch aus der nächsten Truhe rausholen. Ist ja jetzt noch nicht verloren. Wobei, der wird das ja eh gar nicht weiterverarbeiten. Ja, ist ja gar nicht vorprogrammiert. Ja, doofe Idee. Ich dachte, ne? Jo, schmeiß er weg. Fertig. Nicht so toll. Dann kommt das halt hier oben in die Dingenskiste rein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann kommt das da rein. Und das da rein. Großholzbretter, ja. Die kommen mal hier mit rein. Da haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Auch meine Kupferteile werden natürlich nicht reichen, ne? Weil da kriege ich ja immer nur zwei raus. Ich brauche einiges mehr. Dann zapfen wir uns mal ein bisschen Kupfer ab. Geschmolzenes Kupfer kriege ich locker drei Blöcke raus. So. Und dann können wir die halt nochmal verzimmern. Zack, zack, zack. Und
die zu backen und die Barren mal nach da hinten hin. Wir kriegen das schon noch hin. Die Frage ist halt nur, wie lange es dauert. Ich meine, hier kommen wir schon mal ein Stückchen weit, aber halt auch nicht sonderlich. Ah ja, so ist das. Alles nicht so einfach hier in Minecraft mit den ganzen Technikkrams. Also da brauche ich schon 8 bzw. 16. Hier brauche ich dann halt 32 insgesamt. Ja. Aber wir haben es fast. Na komm, mach auch den letzten hier, nicht? Achso, da war schon gar keiner mehr drin. Okay. Dann zerhauen wir mal die Kupferbarren hier. Also es reicht halt noch gar nicht. War ja klar irgendwie, ne? Warum sollte es hier auch mal reichen? So, haben wir schon mal 2 Spulen. Aber wir brauchen halt noch dafür nochmal 2 Spulen. Ich kann natürlich den hier machen. Zack, zack. Und dann sind wir ein bisschen näher bei dem, was wir halt letztendlich brauchen. Brauchen wir nur noch die 2 Spulen, dann haben wir es. Und die habe ich leider nicht vorrätig, also halt die Kupferkabel. Leider. Na, ist wie es ist. So, das könnte ich aber jetzt hier mal hinten wieder ablegen. Und dann mal gucken. Hat da auf jeden Fall gut was zu tun. Ist einfach nur für Silber zuständig. So. Ich hoffe. Ja, doch, kann ich auch ein Mace weiter reinpacken. Okay. Dann können wir das eigentlich schon mal in Mace weiter dann auch bearbeiten. Ja? Kann ja auch mal was tun für sein Geld. Das andere Silber, das packen wir ganz kurz hier in die Schmelzerei. Das hier kann man so langsam weg. Das ist ein Hammer. Mit dem Hammer klappt das nicht so gut. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. So, hier. Mal das. Dann kommen wir hier raus. Schon mal die richtigen Häufchen machen. Ich habe einen Haufen gemacht. So, haben wir schon mal 8. Ich mache schon mal 8 Kabel, theoretisch. Theoretisch. Nicht nur theoretisch, können wir auch praktisch tatsächlich so umsetzen. Und die Barren... Ist noch nicht fertig, ne? Doch. Ist nicht wahr. Da. Wir können endlich mal wieder eine Enderperle haben. Wupptidu. Ich würde erstmal Goethe für meinen Augapfel und erstmal wo abgelegt. So. Hier nehmen. Achso. Dann kommt das halt hier rein. Ich glaube, das ist okay. Und du hier. Aber wenn er fertig ist. Zerschneiden wir sie. So. Da haben wir auf jeden Fall genug davon. Was wollte ich jetzt noch? Genau, ich wollte aus dem Inventar Glas rausholen und dann machen wir uns die ersten Glaskabel. Yay! Glaskabel, yay! So. Überhaupt nicht teuer, ne? Nein. Aber wir haben schon mal 8 Glaskabel. Unsere allerersten 8. Von ganz vielen, die noch kommen werden. Behaupte ich. So, natürlich wird es wieder dunkel. Wir legen uns wieder hin. Und dann müsste eigentlich einiges an Kupferkabel vielleicht auch wieder fertig sein. Weil, ja gut, die Zeit steht ja nicht still beim Schlafen, leider. Würde ich bei solchen Prozessarbeiten durchaus
in Ordnung finden. Aber wenn es halt nicht so ist, ja, dann ist es halt nicht so. Damit haben wir einen. Müssen wir noch auf 8 warten. Na, was soll's. Wird schon. Der ist auch gleich fertig. Das heißt, wir haben jetzt gleich alles, was wir an Silbererzen haben, zu anderen Dingen verarbeitet. Ist auch überall ist nur Scheiße drin, ne? Überall. Boah, bald haben wir alles modernisiert hier. Dann habe ich dann eine WLAN-Konsole und all so ein Krams. Bald, very bald. Ist immer noch nicht fertig. Ist auch noch nicht fertig. Mann, Mann, Mann hier. So, jetzt wäre ich bereit für das eine Ding. Jetzt warte ich auch noch ganz kurz hier auf das Ding, damit das durch die Barren da nicht verstopft. So. Dann machen wir hier nochmal welche davon. Und dann haben wir es soweit. Dann kommst du dahin, kommst du dahin, kommst du dahin, kommst du dahin. Dann verlässt es mich so langsam. Das kommt dahin, Fragezeichen, Fragezeichen. Ach, Eisenbahn. Oh. Wie kam ich dann auf diese Zimtdinger? Ach, die brauchte ich für das Ding, ja. Okay. Und da haben wir dann die Zentrifuge. Wupp-ti-du-di-du. Ne? Bauen wir die ganz kurz ein. Aber halt darum kümmere ich mich halt erst auch beim nächsten Mal, weil ich muss sowieso meinen Gummianzug auch wieder zusammensuchen, den wir irgendwo ganz bestimmt haben. Den würde ich hier gerne im Atomkraftwerk irgendwo lagern, so auf einem, sag schon, auf so einen Ständer halt dafür. Da, wo ich den abgelegt habe. Aber sonst sterbe ich sehr, sehr schnell an Verseuchung. Muss nicht sein. Wo könnte ich den abgelegt haben? Ich meine, kann natürlich sein, dass das Ding schon abgesaugt ist. Oder ist es hier in der Kiste mit den ganzen Maschinen? Nee. So, das da raus, dann kann das Ding meinetwegen noch ein bisschen Zinn zerhauen. Gucken wir mal ganz kurz, wie hieß denn das Ding? At IC2. Nicht das. Das ist eine Bronzeplatte. Das sind die Gummistiefel, die wir auf jeden Fall irgendwo haben. Aber ich glaube, es war im Testgelände. Da war eins dieser Teile. Armor Hazmat. Okay. Achso, es hat ja wieder keinen Strom. Toll. Okay. Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ja. Aber bald hat das Ding ja Strom. Man mag es gar nicht glauben, aber es ist so. Man fragt sich halt nur, ob das halt genug Strom produziert. Wir werden es halt in erster Linie wahrscheinlich an das Ding da hinten erstmal anschließen. Jetzt brauche ich halt erstmal meine 500.000 Dinger. Glaskabel nennt man das. Wo ich nochmal eben schnell hier hingehe. Das Zeug drauflege. Das hat jetzt auf jeden Fall erstmal wochenlang zu tun. Gefühlt. Einen nehme ich mal mit. Dann kann ich mir nochmal so ein Häufchen bauen. Na, Häufchen für Häufchen. So, muss ich auch nochmal Glas rausholen hier. Zack.
Einmal das hier. Und dann das dahin und das Glas drumherum. Hey, wieder 7 Kabel. Ich mache echt für jedes Kabel, das ich hier herstelle, echt schon, ne, Freudenschreie innerlich.